Hallo, meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Geht es heute mal wieder um eine weitere Science-Fiction-Kritik von mir. Und zwar diesmal um einen Science-Fiction-Film aus Südkorea, der seit dem 5. Februar auf Netflix abgerufen werden kann. Und warum sich der Film tatsächlich lohnt, mal einen Blick zu riskieren, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich. Eigentlich sollte der Film ja schon im vergangenen Jahr in Korea in die Kinos kommen, doch leider Gottes hat Corona dazwischen gefunkt und somit hat sich der Streaming-Gigant Netflix die Rechte gesichert, ihn ins Programm aufzunehmen. Und die Entscheidung finde ich gar nicht so verkehrt, denn was dieser gerade mal, ihr werdet es kaum glauben, 20 Millionen Dollar teure, abgedrehte, ziemlich lustige und knallbunte und peppige und humorvolle Science-Fiction-Film so drauf hat, das ist echt phänomenal. Hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Der Film, der spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, besser gesagt im Jahr 2092, in der das Leben auf der Erde leider Gottes fast unmöglich geworden ist. Die Armen, die hausen immer noch auf der Erde und die Reichen lassen sich's woanders gut gehen. Kommt noch hinzu, dass um die Erde viel Weltraummüll, viel Weltraumschrott herumfliegt und da gibt es eine vierköpfige Crew, die Müllsammler, die eben ihren Lebensunterhalt damit verdienen, den Müll beiseite zu schaffen. Und dabei stoßen sie irgendwann auf ein 7 Jahre altes Mädchen, von der, so heißt es zumindest, eine Bedrohung für die Menschheit ausgeht. Sie trägt wohl eine gefährliche Waffe in sich. Ob dem am Ende natürlich tatsächlich so ist, das erfährt man selbstverständlich, wenn man sich den Film anschaut. Und mehr muss man zur Geschichte an und für sich auch gar nicht wissen. Zum Cast, bevor ich mir auf die Zunge beiß, okay, die Regie geführt hat hier Yeon Sung-hee. Der Film geht 136 Minuten und hat, wie bereits erwähnt, gerade mal knapp 20 Millionen Dollar gekostet, ist ab 12 Jahren freigegeben und ein wahrer Augenschmaus. Wer wirklich auf Science Fiction steht, sollte sich diesen Film definitiv nicht entgehen lassen, vorausgesetzt, er hat auch Netflix. Denn hier haben sie so einiges aufgefahren. Zum Cast gehört unter anderem Kim Tae-ri, Song Joong-ki, Jin Son-kyu und den kann ich allerdings aussprechen, Richard Armitage, den wir ja vom Hobbit her kennen. Der spielt den Antagonisten des Films, zu dem ich jetzt am Rande eigentlich gar nicht so viel erzählen möchte. Man kann sich denn von vornherein schon ein bisschen ausmalen, in welche Richtung das gegebenenfalls geht. Auch die Handlung ist jetzt nicht sonderlich neu erzählt. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen vor Augen führt mit dieser typischen Zweiklassengesellschaft, die armen Leute, die hausen auf der heruntergekommenen, verwahrlosten Erde, die Reicheren, die lassen sich's auf einem anderen Planeten gut gehen. Und man muss sich halt da irgendwie so durchboxen. Also von den Filmen her kann man so ein bisschen vergleichen, auch so ein bisschen geht in Richtung Elysium. Auch so dieses Drumherum erinnert stellenweise auch so an die Science-Fiction-Filme Firefly bzw. Serenity. Also das kann man mit dem Film gut vergleichen, aber er geht auch so ein bisschen ein paar eigene Wege. Er hat eine durchaus sympathische Crew, allen voran dieser Druide, der wirklich, Bubs heißt er, denke ich mal, Bubs, ja, müsste heißen, der so für einige Lacher sorgt. Also der hebt sich so ein bisschen von den anderen Crewmitgliedern ab, die aber meiner Meinung nach doch alle sehr gut funktionieren. Also jeder auf seine eigene Art und Weise. Der eine ist da so ein bisschen so der Monteur, der Schrauber. Dann gibt es noch so eine Weltraumpiratin und so ein bisschen so eine Art Womanizer, der so ein bisschen Frauenheld. Also kunterbunt gemischte Crew, die mir von Anfang an doch relativ gut gefallen hat. Und auch dieses Mädchen, um das es sich dreht, das ist echt eine Süße. Auch so die Entwicklung, weil eigentlich will die Crew das Mädchen ja aufgrund dessen, dass sie ja jetzt nicht sonderlich viel verdienen, abschieben, Kohle scheffeln. Aber es entwickelt sich dann logischerweise in eine ganz bestimmte Richtung.
Man kann es sich vielleicht ausmalen. Auf jeden Fall ist der Film wirklich erste Sahne. Also optisch echt eine Wucht. Der braucht sich vor anderen Hollywood-Blockbustern, die teilweise das Zehnfache an Budget gekostet haben, definitiv nicht zu verstecken. Klar, es gibt super kleinere Szenen, da fällt es halt auf, dass das Budget dafür nicht ganz gereicht hat. Aber das ist wirklich jammern, meckern, wie auch immer, auf hohem Niveau. Auch die Action, die ist nicht zu pompös ausgefallen, weiß aber durchaus zu überzeugen. Es ist ein flotter Film, er ist optisch eindrucksvoll, der Score, der kann sich auch definitiv hören lassen. Super tolle Charaktere, klar. Das einzige Manko ist meiner Meinung nach aufgrund dessen, dass die Handlung ja doch relativ dünn gehalten ist, die Lauflänge von 136 Minuten. Ich glaube, wenn man den 20, 25 Minuten gekürzt hätte und das Ganze ein bisschen knackiger, kompakter verpackt hätte, wäre es vielleicht unterm Strich wesentlich besser rübergekommen. Dann irritiert anfangs auch die Synchronisation, die deutsche Synchro. Er fängt zwar Deutsch an, ein paar Minuten später wechselt das Ganze ins Englische. Wenn man sich den Film aber so ein bisschen vor Augen führt, wie er sich entwickelt, es sind ja auch viel, verschiedene Generationen da vertreten, verschiedene Völker. Und die haben halt so einen Knopf im Ohr, worüber man sich halt verständigen kann. Also jeder versteht im Endeffekt eigentlich jeden. Deswegen macht es schon durchaus Sinn, was es eben mit dieser Synchronisation auf sich hat. Es ist aber trotzdem manchmal ein bisschen strange, das Ganze. Da wird Englisch reingeschmissen, dann Französisch, dann Koreanisch, dann urplötzlich wieder Deutsch. Es ist ein kunterbuntes Wirrwarr, zum Glück mit Untertitel. Muss man sich halt überlegen, in welcher Sprache man sich das am besten anschaut. Ich habe es halt mit deutschen Untertiteln logischerweise angeschaut. Aber nichtsdestotrotz, ja, okay, kann man sich drüber streiten. Ich hätte es vielleicht so einheitlich besser gefunden. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber die Laufzeit, die ist halt schon sehr knackig mit fast 2,5 Stunden. Also hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber mich hat er durchaus unterhalten. Gute Lieben, dann haben wir es mal wieder geschafft für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis die Tage. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye bye.